bereitet sich auf Schräglage von Versicherern vor. Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Paukenschlag begrüße ich Sie zu einer neuen Folge ProLife TV. Mein Name ist Felix Früchtel und ich begrüße Sie recht herzlich aus unseren Räumlichkeiten in Ingolstadt. Ja, diese News ging gestern durch die Versicherungswirtschaft. Wie schon gesagt, der Bund bereitet sich auf die Schräglage von Versicherern vor. Was war geschehen? Ja, es liegt den einschlägigen Finanz- und Wirtschaftsmagazinen einen Entwurf vor des Bundesfinanzministeriums, in dem sich eben damit beschäftigt wird, wie mit Lebensversicherern umzugehen ist, die in Schräglage geraten oder die sogar zahlungsunfähig werden. Wer soll die Zeche zahlen zum Schluss? Wie wird das Ganze rechtlich dargestellt und ist sowas überhaupt denkbar? Ich würde mit der letzten Aussage beginnen. Ist sowas überhaupt denkbar? Ganz klar ja, weil sonst würde sich das Bundesfinanzministerium mit diesem Thema nicht beschäftigen. Es ist ja nicht so, als ob die nichts zu tun hätten. Ganz im Gegenteil, die werden einen Grund dafür haben, warum sie gerade jetzt dieses Thema auf der Agenda haben und Regeln und Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stellen, wenn eben Lebensversicherungen in Schieflage geraten könnten. Das Thema, wie kann das Ganze denn überhaupt im Gesetz verankert werden, ist eigentlich auch ein Thema, das relativ selbsterklärend ist. Wir haben das schon in der Vergangenheit häufig Ihnen erzählt. Wenn Sie uns regelmäßig folgen, werden Sie auch den Paragraph 314 VAG kennen. Dieser besagt ja, dass Leistungen gegenüber den Versicherten eingefroren werden können, auch laufende Leistungen, und der Versicherte weiterhin brav seinen Sparbeitrag an die Versicherungsgesellschaft zahlen muss. Das ist die letzte Eskalationsstufe. Davor gibt es noch eine kleinere Eskalationsstufe, der Paragraph 222 VAG, der dann im Endeffekt beschreibt, dass wenn Versicherungsgesellschaften an den Protektor übertragen werden müssen, Bestände an den Protektor übertragen werden müssen, dass dann garantierte Leistungen um bis zu 5% gekürzt werden können. Ganz kurzer Einschnitt, was ist der Protektor? Der Protektor ist eine Auffanggesellschaft, ein Auffangfonds, der eben dafür da sein soll, dass wenn Versicherungsgesellschaften in Schieflage geraten, dass dieses Vermögen in diesem Protektor dann dazu da ist, die Versicherungsgemeinschaft dieser Gesellschaft zu schützen. In dem Artikel wird darauf auch eingegangen, auf den Protektor. Der Bund der Versicherten meldet sich zu Wort und gibt auch hier wieder seinen Kommentar dazu ab. Auf der einen Seite wird kritisiert, dass eben dieser Gesetzesentwurf dass sich das Bundesfinanzministerium überhaupt damit beschäftigt, ohne Verbraucherschützer getätigt worden ist wohl. Das heißt, dass rein aus der Sicht der Versicherer das ganze Thema angegangen wird, was man ja auch sieht. Ich meine, die Regelungen sind wenig versicherungsnehmerfreundlich. Des Weiteren wird auf den Protektor eingegangen, der aktuell rund 1 Milliarde Euro an Kapital umfasst, dass die Versicherungsgesellschaften da Jahr für Jahr eben einsparen und mittlerweile eben eine Summe von über 1 Milliarde Euro in diesem Fonds vorhanden ist. Das hört sich erstmal viel an, wenn man dem aber die Anzahl an Lebens- und Rentenversicherungen, die es in Deutschland gibt, gegenüberstellt von knapp 80 Millionen, dann bleiben pro Vertrag etwas mehr wie 10 Euro übrig. Das sollte doch jedem zu denken geben. Ansonsten beschreibt der Artikel natürlich auch, dass das Thema Lebensversicherung in Schieflage nichts Neues ist, dass man sich auch in der Vergangenheit schon damit auseinandergesetzt hat und dass auch in der Vergangenheit die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schon geschaffen sind. Ich habe vorhin zitiert, zum Beispiel den Paragraph 222 VAG, 314 VAG und die folgenden. Das heißt, die gesetzliche Grundlage dafür ist definitiv gegeben. Jetzt wird es nur eben spannend, weil sich das Bundesfinanzministerium ad hoc damit auseinandersetzt und wie gesagt, die werden einen Grund dafür haben. Was sollte man jetzt machen? Als erstes auf jeden Fall mal den Artikel lesen. Den verlinken wir uns Ihnen unten oder oben, je nachdem, auf welchem Kanal Sie uns jetzt gerade folgen. Und den lesen Sie sich einfach mal in Ruhe durch, lassen den sacken und dann werden Sie selber auf die Idee kommen, dass Sie vielleicht mal Ihre noch bestehenden Verträge auf Herz und Nieren prüfen sollten. Nutzen Sie dazu unser Bewertungstool auf unserer Homepage oder machen Sie direkt eine Anfrage an unser Expertenteam hier in Ingolstadt und erhalten Sie sofort die Antwort, wie rentabel Ihre Lebens- oder Rentenversicherung denn ist. Und machen Sie sich auch mal Gedanken grundsätzlich darüber, ob denn diese Lebens- oder Rentenversicherung unter den gegebenen Aspekten noch das Richtige ist für Sie, ob es nicht lieber besser ist, das Geld gestern wie heute zu haben, weil wir nicht wissen, was morgen mit dem Geld sein wird. Corona-Krise, Nullzinspolitik und jetzt auch noch eine mögliche Überlegung des Bundesfinanzministeriums, wie mit in Schräglage geratenen Lebensversicherungsgesellschaften umgegangen werden soll.
in Summe doch wirklich düstere Aussichten für die Lebensversicherungsgesellschaften und auch für alle Versicherten in eben solchen Papieren. Jetzt habe ich Ihnen den Artikel zur Verfügung gestellt, ein bisschen darüber erzählt. Jetzt liegt es an Ihnen. Nehmen Sie die Beine in die Hand, schauen Sie Ihre Verträge an, analysieren Sie Ihre Verträge und werden Sie tätig, weil besser wird es nicht mehr. In dem Sinn, ich hoffe, dass Ihnen auch diese Folge ProLife TV wieder gefallen hat. Es war wirklich eine Eilmeldung, es war jetzt ganz spontan, dass wir das Ganze abgedreht haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns ein Like da. Wenn Sie uns öfter sehen wollen, mich öfter sehen wollen, die Kollegen öfter sehen wollen, dann abonnieren Sie uns hier auf YouTube oder auf allen anderen Social Media Kanälen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Resttag, eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns beim nächsten Mal und auch sehen uns beim nächsten Mal ProLife TV. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen.